Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Elden Ring, dem Netzwerktest. Mit mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir haben letzte Folge den Bestienmensch kennengelernt oder Wolfsmensch oder wie auch immer. Wir werden jetzt hier einfach mal an diesen ganzen... Die Items respawnen. Man kann Items farmen. Interesting. Man kann Items farmen, Ladies and Gentlemen. Ich weiß nicht, ob das... Das ist sowieso so eine Sache. Es kann halt sein... Okay. Ich weiß nicht, was noch ins Spiel reinkommt, ne? Ah! Okay, zwei Schläge. Okay, der geht sehr weit. Oh, endlich habe ich ihn mal getroffen. 152. Machen wir bei jedem Gegner 152 Damage? Alter, das ist so OP, Alter. Wie wir ihn auch staggern damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 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 Okay, okay, okay. Das ist Bullshit! Bullshit, sage ich! Wollte cool sein. Hat es geklappt. Jetzt bin ich cool. Ah! Sprungangriff. Einer der neuen Special Attacks. Puh. Es gibt nicht mehr dieses... Oh ne. Bestätigen ist mittlerweile Dreieck. Es gibt nicht mehr dieses... Okay. Schnell nach oben und R1 drücken für den Tritt. Gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt den Sprungangriff, in dem du springst und dann halt zuschlägst mit R1 oder springst und zuschlägst mit R2. Es gibt den normalen starken Angriff mit R2. Du kannst den aber auch mit R2 gedrückt halten. Krasser machen. So wie in dem Fall jetzt. Um die Waffenhaltung zu wechseln, drückst du erst Ausrufezeichen, Dreieck und dann R1. Und so nimmst du die R1-Waffe zweihändig. Wenn du das mit L1 machst, nimmst du die L1-Waffe zweihändig. So läuft das mittlerweile. Und natürlich gibt es dann auch wieder unterschiedliche Arten und Weisen, wie man die Sachen benutzt. Alle Waffen können oder haben, da bin ich mir noch nicht so sicher, eine Special Ability haben, wenn du die in beide Hände nimmst und dann L2 drückst. In dem Fall haben wir den Kriegsschrei aktiviert und dadurch erhöhen wir unsere Angriffskraft scheinbar. Zumindest habe ich das dem Symbol oben links mal kurz entnommen. Das liegt an einer Sache, die ich euch gleich zeige. Aber wir haben quasi diesen Dungeon in der Welt von Elden Ring erfolgreich erledigt. Was bist du? Ach, das sind unsere... Oh, die habe ich komplett vergessen. Das sind unsere Runen, die wir verloren haben. Also quasi unsere Seelen. Wir haben durch den Boss ein Item bekommen, ein Medaillon. Können hier noch eine Kiste looten. Wodurch wir Dinge bekommen, die wir uns gleich angucken werden. Und jetzt können wir zum Eingang zurückkehren. Das heißt, du wirst zurück... teleportiert zum Eingang. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es unendlich von diesen Dungeons gibt in Elden Ring. Also nicht wirklich unendlich, aber wirklich viele, viele dieser Dungeons gibt in Elden Ring. Mit vielen kleinen Minibossen, so wie diesem Wolfsmenschen, gegen den wir da gerade gekämpft haben. Und überall kannst du halt Items kriegen. Ich glaube aber, die Items werden nicht zufallsgeneriert sein, sondern überall hand-placed. Das heißt, wenn du dieses spezielle Medaillon haben willst, musst du in diesen Dungeon gehen. Und dieses Medaillon können wir, glaube ich, auch anziehen. Hier, Talisman. Man hat keine Ringe mehr. Man hat Talismane. Und in dem Fall haben wir einen Talisman, der unsere maximale Ausdauer erhöht. Das versteinerte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Ihm wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie in. Ohne den haben wir 103 Ausdauer mit 108. Guck mal. Jetzt können wir uns eh mal so ein bisschen mit Werten und Items beschäftigen, wo wir jetzt hier in der Nerd-Folge aka der zweiten sind. Wir haben jetzt hier, können wir mal durchgehen. Wir haben die Flaschen, wir können nämlich wir haben 4 von diesen Special-Flaschen, die wie Estus-Flakons sind. Wir können jetzt hier halt entscheiden, wie viele davon sollen Mana regenerieren und wie viele leben. Ich würde tatsächlich zu 3-1 tendieren.
Wobei wir auch einen Heilzauber haben, ne? Drauf geschissen. Wir machen 2-2 tatsächlich. Wir können wieder unsere Zauber merken oder attunen oder so, hieß das ja bei Dark Souls. Also sagen, welche wir dabei haben, weil wir nur so und so viele Plätze haben. Wir haben Arzneimischungen. Wir können theoretisch, wenn wir eines dieser Fläschchen gesammelt haben. Warte mal. Lass das erstmal so machen. Wir haben ja einige Objekte mittlerweile gesammelt und können in unser Inventar gehen und sehen zum Beispiel hier unter Schlüsselobjekte Kristalltränen. Und wo ist der Shit, den ich eigentlich suche? Denn die Kristalltränen können wir miteinander... Was ist das? Info? LOL, du kannst die Tutorials nochmal abrufen. Wie geil ist denn das? Die habe ich ausgeschaltet extra. Weil ich halt die Tutorials schon gelesen habe. Wo ist denn jetzt dieses scheiß Fläschchen? Oder haben wir das jetzt quasi aufgesammelt und dadurch haben wir die Möglichkeit gewonnen für immer... Da ist ein Fläschchen. Alter, ich bin so dumm. Flasche der wundersamen Arznei verleiht verschiedene besondere Effekte. Ja? Also das ist quasi oben mit in dem Slot von unseren anderen Flaschen. Und jetzt können wir theoretisch hingehen und sagen, hey, Flasch-Arzneimischung, wir mischen hier Ausdauerschub, grüne Kristallträne und die gesprungene Kristallträne in Arzneigemisch erzeugt Explosion. Das klingt nicht smart. Das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Das klingt so, als sollte man das nicht tun. Aber Dark Souls gibt einem nur die beiden am Anfang. Und das erwartet ja wohl, dass man das ausprobiert, oder? Wait, what? Habe ich das jetzt einfach hier... Oh! Damn, son! Bist du jetzt einfach hier unten mit in meiner... Er ist da einfach mit drin. Okay, ich gehe jetzt einfach mal da stark davon aus, dass wir explodieren, wenn ich jetzt dieses Getränk trinke. Stark. Okay, ja, tatsächlich. Oh mein Gott, awesome. Kann ich das denn rausnehmen, bitte? Ich möchte das gerne entfernen. Kann ich einfach nur das drin lassen? Probieren wir das doch mal. Denke schon. Denke, jetzt haben wir nochmals erhöhte Ausdauer, oder was? 140 haben wir jetzt. Ich weiß allerdings nicht, wie lange leider. Denn irgendwo, dass mir das im HUD angezeigt wird. Aber good to know. Mega nice. Okay, ich dachte, wir können dann auch irgendwann mal Level aufsteigen, wenn wir das dritte Mal rasten, aber das scheint nicht so zu sein. Gehen wir mal weiter. Wir können hier, wir haben ja wieder eine Truhe, die müssen wir gar nicht kaufen, die ist von Anfang an da, zumindest hier in diesem Netzwerktest. Und wir haben Kriegsasche. Das ist nochmal relevant. Wir haben ja hier unsere Keule. Ja? Und diese Keule hat die Special Ability Kriegsschrei. Dann haben wir noch die Doppelklinge, die haben wir gefunden unten. Die braucht allerdings 12 Geschicklichkeit, haben wir nicht. Können wir also nicht tragen. Hat auch die Special Ability Wirbelhieb. Hier in der Kriegsasche können wir diese Special Abilities verändern. Lol, das gibt's sogar für unsere anderen Sachen auch. Lalalala. Hier, Schrottschild hat zum Beispiel Heiliger Boden. Aber dadurch, dass wir könnten Parade drauf machen. Ne, wir könnten Heiliger Boden drauf machen. Jetzt haben wir Heiliger Boden drauf. Interesting. Kann ich das wieder entfernen? Jo, ich kann es wieder auf Parade machen quasi. Parieren kann ich ja eh nicht. Was ist denn Heiliger Boden? Okay, nehmen wir das doch mal in beide Hände. Ne, muss ich vielleicht gar nicht. Oh, hier werde ich jetzt geboostet. Auf dem Bereich. Ja, geilo. Ja, okay. Machen wir lieber Heiliger Boden als Parieren, Junge. Oh, das bleibt sogar noch eine ganze Zeit lang. Okay. Haben wir das gelernt. Wir haben jetzt bei der Objektherstellung immer noch nichts, was wir besonders machen könnten, ehrlicherweise. Wir haben allerdings noch andere Items gesammelt. Also hier unten sind die Multiplayer-Objekte. Ja, damit, keine Ahnung, für mich ist Dark Souls nie ein Multiplayer-Spiel gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich groß mit diesen Multiplayer-Sachen auseinandersetzen möchte. Aber die sind halt alle mit Fingern. Alles ist hier mit Fingern. Ich weiß nicht ganz, wieso.
Aber du kannst halt Koop-Mehrspieler, du kannst halt duellieren natürlich, kannst Nachrichten wieder schreiben, kannst andere Leute versuchen zu invaden. Wenn ich das allerdings richtig verstanden habe, ist das in der Welt von Elden Ring so, dass sich deine Welt zum Invaden erst öffnet, wenn du mit einem Koop-Partner durch die Gegend läufst. Wenn du einfach nur Singleplayer spielst, wirst du nicht invaded. Außer du willst die Leute rufen. Ist eigentlich ganz geil, weil ich habe keinen Bock auf diese Invader-Scheiße. So, dann haben wir hier Ruinenfragmente gesammelt. Das hilft, brauchen wir zum Herstellen von Objekten. Wir haben Gravitationsschockwellenerzeugung und wir haben dieses Ding, was dafür sorgt, dass unsere Waffe mehr Feuerschaden macht. Also rüsten wir das doch jetzt hier mal unten aus, dass wir eine Schockwelle machen können und dass wir unsere Waffe überziehen können. Das würde ich gerne mal probieren mit der Schockwelle, damit wir es einfach mal gesehen haben. Ah ja, guck mal, da ist ja hier wieder unser Freund. Wie weit können wir das denn werfen? Das ist stärker, als ich erwartet habe, Ladies and Gentlemen. Deutlich stärker, als ich erwartet habe. Okay, cool. Okay, gehen wir doch mal weiter im Text. Stimmt, eine Sache weiß ich noch. Und zwar, wenn man abseits des Weges läuft, ist das nicht der einzige geheime Dungeon? Was ist das da oben? Was ist das? Wo jetzt mein Kopf neben ist? Das will ich wissen. Oh, ich hab was gehört, yo. Hello. Oh Gott. Blutfliege. Komm her. Lass fighten. Alter, ist sie schnell. Willst du noch angreifen? Ah ja, danke. Seht ihr das, wenn da so manchmal Kopf der großen Libelle, nice. Wenn da so blaue Fäden aus dem Gegner rauskommen, sind das nicht unbedingt Runen. Nicht notgedrungen. So. So, was macht ihr denn? Oh Leute. Das könnte unter anderem bedeuten, dass wir eine ganze Gruppe an Gegnern ausgelöscht haben. Und dadurch ein Teil unserer Flaschen wieder gefüllt wird. Jetzt haben wir auch noch weißes Fleisch bekommen. Nice. Außerdem, was ihr gerade gesehen habt, ihr habt den Sound gehört. Den Sound, ne? Das heißt, das gibt's, glaube ich, ja auch schon in Dark Souls. Und in Sekiro war das allerdings ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor, dass du deinen Gegner zu Fall bringst, dass du seine Deckung durchbrichst und dass er halt so am Arsch ist, dass du Critical Hit setzen kannst. Das kannst du hier jetzt auch machen, durch harte Sprungangriffe oder aufgeladene starke Angriffe. Kannst du das... Was ist das da oben? Kannst du deinen Gegner so vielleicht manchmal zu Fall bringen und seine Deckung durchbumsen? Ich will auch. Ich will wissen, was das ist. Hier sind wir wieder bei der Kirche. Ah ja, sehr gut. Das ist eine Statue? Zeit für dies Geste. Zum Baum zurückgeführt werden oder von ihm verabschiedet werden. Was für eine Geste denn? Winken. Hallo. Stoßgebet. Oh Gott. Scheiße, ich weiß legit nicht, was ich hier machen muss. Oh Gott! Alter. Oh, da ist Baum! Ah. Da ist auch noch was. Alter, gibt's so viel zu entdecken, Leute. Ich will jetzt zu diesem Baum. Oh, hello. Trinas Lilie.
Scheiße, jetzt wird einem nicht mehr angezeigt, welcher Baum markiert wird. Aber das war weiter hinten. Ne, nicht der, war nicht. Was ist der große Baum da hinten? Dammit! Hier ist auf jeden Fall noch eine Höhle oder irgendwas. Geh nochmal zurück. Habe ich gut genug aufgepasst. Was stand da? Zum Baum zurückkehren oder von ihm verabschiedet werden oder so, ne? Oh, da sneakt einer. Sag mir nochmal, welchen du genau meinst. Nee, hä? Kannst du das nicht nochmal wiederholen? Du zeigst relativ klar auf die Höhle, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das Ding zeigt einfach auf die Höhle. Was mich nervt, ist, dass wir noch nicht ableveln können. Ich glaube, bevor wir diese Höhle durchforschen, werden wir ein bisschen normal weiterspielen, bis wir da zu dem Punkt kommen, wo wir leveln können. Ganz schön dunkel auch. Oh, da ist noch so ein Ding. Dass die nichts aushalten, ey. Okay, der dichte Wald. Er untersucht sehr sorgfältig diese Leichen da vorne. Besonders smart sind die Gegner ja nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Oh, hallo. Aber wir machen echt nicht so viel Schaden. Können aber schnell hintereinander zuschlagen. Denn ich will nicht das Eichhörnchen bekämpfen. Frag mich, ob man nachts andere Gegenstände findet als tagsüber. Wäre schon awesome eigentlich. Okay. Ist so eine Art Ruine. Und aus dem Gameplay-Trailer kennen wir diese Ruine, glaube ich, auch. Die haben die nämlich da auch gezeigt. Die kamen nur von woanders. Guck mal, wo wir hingeführt werden. Da werden wir jetzt mal rasten. Ich mag die Dunkelheit auch nicht so gerne. Fällt mir nicht. Greetings.
Hallo. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Waifu? I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning rune fragments into strength. Damn it! To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. Waifu möchte. To the foot of the Erd Tree. Da wollen wir hin, zum Fuße des Erdenbaums. Ah, halte ich für eine gute Idee. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. Another I bequeath one. To you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent? Torrent has chosen you. Torrents haben mir schon viele gute Sachen gebracht im Leben. Treat him with respect. Frag mich halt legit, was passiert, wenn du sagst, ne, ich möchte nicht mit dir handeln. Weil das ist jetzt halt schon relevant. Sie begleitet uns jetzt. Sie ist jetzt an den Orten der Gnaden da. Immer mit uns. Sie ist jetzt immer an unserer Seite quasi. Also nicht, wenn wir normal spielen, dann ist sie einfach weg. Sondern wenn wir quasi am Ort der Gnade chillen. Und dann können wir Stufen aufsteigen. Das ist nämlich jetzt ein neuer Punkt, der dazugekommen ist. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Komische Übersetzung. Stand. Your ambitions. The principles you would follow. Okay. Stand Finger auf, Hand auf unser Haupt legen, das machen wir ja nicht. Okay, also jetzt können wir mal so ein bisschen über die Attributspunkte sprechen. Kraft ist Vigor. Geist ist... Achso, wir können uns ja die Hilfe mal dazu holen. Erklärungen. Kraft. Ja, Vigor hier, ne, bestimmt unsere Lebenspunkte. Wie viel Leben haben wir? Wie viel Resistenzen haben wir gegen Feuer und Gift? Geist sagt, wie viel Mana haben wir und wie viel fokusrelevante Resistenzen. Kondition sagt Ausdauer und körperliche Verteidigungskraft und Robustheit. Stärke, starke Waffen, Angriffskraft, Maximum tragbare Ausrüstung, ganz wichtig, ist bei Stärke. Geschick. Für Geschicklichkeitswaffen, senkt Zauberzeit sowie Fallschaden und lässt euch fester im Sattel sitzen. Wird man nicht so schnell vom Pferd geschlagen. Weisheit, für die Schimmerstein-Zauberei, die benutzen wir nicht. Also für die Zauberei. Glaube, benutzen wir. Verstärkt außerdem Anrufungen mit Glaubensskalierung. Ja, also im Endeffekt macht das unsere Glaubenszauber stärker oder Gebete. Arkanenergie. Eine neue Sache, soweit ich weiß, zumindest vielleicht auch schon vorher irgendwo gewesen, ich habe es wieder vergessen. Dieses Attribut ist für Entdeckungen erforderlich, beeinflusst außerdem eure Todesresistenz sowie bestimmte Zaubereien und Anrufungen. Da weiß ich nicht ganz, was das ist. Das ist für mich noch so, was ist Arkanenergie? Keine Ahnung. Also klar, dadurch kriegst du mehr Luck beim Entdecken von Gegenständen, aber beeinflusst außerdem eure Todesresistenz? Was heißt denn Todesresistenz? Keine Ahnung. So wie bestimmte Zaubereien und Anrufungen.
Okay, jetzt können wir zum Beispiel sehen, wenn wir Geist erhöhen, dann erhöht sich sowohl unser Mana als auch verschiedene Resistenzen. Stärke, gleiches Spiel, sowie Waffen, Stärke, Glaube. Ihr versteht the game. Wir machen den meisten Damage, würde ich sagen, mit... Glaube ist schon sinnvoll, würde ich sagen. Gibt Glaube uns eigentlich auch neue Slots für Zauber? Oder müssen wir dafür Weisheit haben? Ich glaube nicht. Ha! Weiß ich jetzt aber nicht. Gut, wir erhöhen Glaube, denn das ist unser Base-Shit. So. Außerdem haben wir jetzt einen Ring dazu bekommen. Ich packen wir mal weg und dich ersetzen wir durch diesen Ring. Mit dem wir unser Pferd rufen können. Woohoo! Yay, es freut sich. Yay, yay, yay. Und wir gehen direkt wieder weg. Denn wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir natürlich dieses Gebiet halt auch klären. Wobei, ist mir schon wieder zu dunkel. So kann ich nicht am Ort des... Was? Achso. Wenn man geduckt ist, kann man nicht am Ort der Gnade rasten. Ja, schon viel besser. Jetzt sehen wir zumindest, dass es langsam, aber sicher hell wird. Ich frage mich, wie viel Damage wir denen machen hier. Look für ein One-Hit. Das ist so ein Schild-Dude. Da weiß ich noch nicht, wie gut unsere Gebete helfen. Hier haben wir Rezepte des Plattners. Ah ja, hier. Erweitert Herstellungsrepertoire. Was haben wir Neues dazugelernt? Feuertopf mit Kordel, glaube ich. Ist neu. Und wir können das Ding zum Verbessern unserer Waffe sogar selber herstellen. Krass. Dafür brauchen wir allerdings schwelenden Schmetterling. Findet man bei Lauffeuern und anderswo. Okay. Alright. Feuerfett mit Kordel. Schneller Waffenüberzug mit zusätzlichem Feuerschaden. Ist es also anders? Very interesting. Also wir wissen durch die Gameplay-Trailer, dass diese Dinger auch durch dieses Land wohl gezogen werden und fahren. Ruinen vor dem Tor. Ja, da befinden wir uns jetzt. Er hat eine Tröte. Muss deswegen ausgeschaltet werden, denn niemand mag Musiker. Das hat ihn da auch einen absoluten Scheißdreck interessiert. Er sitzt hier einfach so und ist einfach am Ende. Oh, da vorne ist einer mit Fackel. Da müssen wir aufpassen. He turned around und es war sein größter Fehler. Ich mag, wie das hat automatisch relativ... Oh, oh. Hast du uns gesehen? Ich glaube, er hat uns gesehen. Ah! Okay, dem haben wir aber nicht viel Damage gemacht. Das ist belastend. Oh. Okay, du bist da. Okay, wie viel macht unsere Heilung wieder? Eine Menge. Die kostet aber auch richtig viel Mana. Okay, ne, cool. Den haben wir halt einfach weggeklatscht. Kein Thema. Karte. Limgrave Westen. Wir haben ein Kartenfragment gefunden. So, 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 so. Ah ja, das ist ja interessant, muss ich sagen. Hier sind wir... Ne, hier sind wir nicht gestartet. Da sind wir gestartet.
Friedhof der Gestrandeten. Grab eines Randvolkshelden? Weiß ich gar nicht. Hier sind wir gestartet. Hier war die Kirche. Ja, was bist du? Stimmt, da wollten wir nochmal hin. Da war die Hainhöhle, genau. Und jetzt sind wir hier. Geil, jetzt haben wir eine Karte. Geil. Okay. Kartenfragmente sind also auch in der Welt verteilt. Die Zeit ist um! Die Zeit ist um! Die Zeit ist um. Ich muss jetzt aufhören. Das war die zweite Folge von Elden Ring. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bald geht's weiter mit Folge 3. Bis dahin, haut rein.